Hallo, 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 meine Gartenfreunde. Dieses Video soll, ich mache das ja immer ganz gerne mal, ne? Dieses Video soll eine Erklärung sein zu meinem letzten Video, das ich hochgeladen hatte. Und zwar, das Video trägt ja den Titel Überall Blut. Ich finde es immer interessant, ein bisschen abzuwarten, bevor ich manchmal krieg. Gibt es von mir ja überhaupt keine Rückmeldung, aber ich finde es auch prinzipiell immer interessant, so ein bisschen abzuwarten. Wie reagieren die Leute darauf? Was vermutet man jetzt? Bin ich verrückt geworden? Bin ich jetzt vollkommen durchgeknallt? Manche Leute verstehen es auch. Manche Leute sehen es einfach als eine Form von Kunst an und ich möchte das alles mal so ein bisschen erklären. Ich war heute diese Thematik. Ne, auch wenn ich darüber jetzt nicht mehr so viel gesprochen habe, Maya schweigt nicht mehr, also ich schweige nicht mehr und so, ist die Thematik natürlich trotzdem weiter in meinem Kopf. Und ich war zum Beispiel heute auch bei einer Organisation, die nennt sich, ups, das ist jetzt hier spiegelverkehrt, Wildwasser und Notruf in Ludwigshafen e.V. Und das ist eine Fachstelle, steht hier gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen. Und ich habe vorhin mal so ein bisschen, als ich da war, dieses ganze Thema angesprochen, was mir passiert ist, was ich so mit mir trage. Und wir haben festgestellt oder mussten feststellen, es ist quasi unmöglich, dagegen wirklich gesetzlich vorzugehen. Und was ich auch festgestellt habe jetzt über die Zeit, ich lerne da ja ganz viel, ist, dass dieses ganze Thema sexualisierte Gewalt, Missbräuche oder gar Vergewaltigung viel früher schon anfängt, als es überhaupt in unseren Köpfen so drin ist. Und dass auch viel mehr passiert, auch mit einem selbst, was einem oft so irgendwie gar nicht bewusst ist. Ich habe hier so ein Buch bekommen von der Einrichtung, das finde ich ganz cool. Das ist für jüngere Personen, aber das erklärt vieles besser. Also da steht zum Beispiel auch drin, das werde ich mir mal durchlesen. Hier sexualisierte Gewalt in Liebesbeziehungen oder wenn dich jemand nicht in Ruhe lässt, Stalking, was man in all diesen Fällen machen kann. Und hier steht zum Beispiel, sexualisierte Gewalt beginnt mit abfälligen Bemerkungen über deinen Körper, anzüglichen Blicken oder sexuellen Anspielungen deiner Gegenwart. Auch unerwünschte Berührungen oder aufgezwungene Küsse gehören dazu. Solche Übergriffe, steht hier, sollen einen verunsichern und einen klein machen. Der Täter gewinnt dadurch ein Gefühl von Macht. Und eine massive Form sexualisierter Gewalt ist die Vergewaltigung. Und manchmal vergewaltigen auch mehrere Täter ein Mädchen. Von sexualisierter Gewalt betroffen sind Mädchen aller Nationen und Kulturen. Ich lese das kurz vor, keine Sorge, das ist nicht zu lang, und dann erkläre ich meine Intention dahinter, hinter diesem Video so ein bisschen mehr. Sind betroffen Mädchen aller Nationen und Kulturen, Mädchen mit und ohne körperliche Beeinträchtigung, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Auch Jungen können sexualisierte Gewalt erleben. Und hier kommt was ganz Wichtiges. Die meisten Menschen stellen sich unter sexualisierter Gewalt vor, dass ein Mann ein Mädchen oder eine Frau auf der Straße überfällt, wegzerrt und hinter Büschen zum Geschlechtsverkehr zwingt. Viele denken, das Opfer werde auch anschließend ermordet. Und es gibt solche Fälle, das wurde mir heute auch gesagt, aber sie sind sehr selten. Und tatsächlich erfahren Frauen, Mädchen oder eben auch männliche Personen sexualisierte Gewalt hauptsächlich im ganz normalen Alltag. Das heißt in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz und auch in der Freizeit. Das heißt, oft sind die Täter uns auch bekannt oder sie sind mir sogar vertraut. Und ja, und in der Organisation, in der ich da jetzt war, habe ich zum Beispiel auch nochmal gelernt, was mir teilweise gar nicht so richtig bewusst war, dass eine Beziehung, in der ich war, die hat sich über 2 Jahre gezogen. Das war fast so ein bisschen eine On-Off-Beziehung. Und ich möchte da immer noch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich es auch schwer finde, darüber zu sprechen. Aber mir wurde heute zum Beispiel klar, oder auch über die Zeit hinweg, dass ich da in einer Beziehung war, in der ich gefühlt jeden Tag immer wieder quasi, nicht quasi, ich wurde missbraucht, beziehungsweise hat diese Person dort, diese Frau, bei der ich war, hat einen Begriff gewählt, den fand ich eigentlich echt schlimm, weil dieses, Moment kurz. Also, ich habe Senior kurz rausgelassen. Also, ich war eben in dieser Einrichtung und es tut gut,
mal dort zu sein und zu hören, dass, wenn ich zum Beispiel sage, ja, eine Person hat mir immer wieder wehgetan oder ich habe mich unwohl dabei gefühlt, dass nicht ich verkehrt bin, dass ich irgendwie verrückt bin oder gestört oder so, sondern dass solche Menschen einen gewalttätig behandeln und ja, einen missbrauchen immer wieder. Und wie erkläre ich das denn? Es fällt mir unglaublich schwer, also das ist ein ganzer Abgrund von Situationen, die ich erlebt habe in diesen knapp 2 Jahren Beziehungen. Ein tiefer, tiefer Abgrund, von dem ich noch vieles überhaupt gar nicht erzählt habe, überhaupt nicht angesprochen habe, weil man selbst auch, ja, man ist selbst irgendwie, man fühlt sich irgendwie auch noch nicht so, als wäre man dazu in der Lage. Also versuche ich all solche Sachen immer anders auszudrücken. Sei es durch Texte, die ich schreibe und dann vorlese, oder sei es eben auch durch solche Stücke, wie dieses Video, das ich da jetzt hochgeladen habe. Und ich hatte dahinter eine ganz wichtige Intention. Und zwar dieser Text, den ich da vortrage. Manche finden, das ist cringe, manche finden das künstlerisch hochwertvoll. Ups, das kann man sehen, wie man möchte. Aber dieser Text, den ich da geschrieben hatte, sollte eines vermitteln. Dieses oben, unten, vorne, hinten, überall Blut, hatte für mich so eine doppelte Bedeutung im Sinne von, eine Person missbraucht mich sexuell und dann trägt man so einen Schmerz in sich. Man fühlt sich irgendwie, ja, man fühlt sich dreckig, man fühlt sich ausgenutzt. Gleichzeitig vermitteln solche Leute, wenn man dann sagt, man möchte das nicht mehr, sie vermitteln einem weiter, das ist aber normal und du bist mit mir in einer Beziehung, deswegen musst du das tun. Und ich habe das fast 2 Jahre mitgemacht und war in den Abgründen meiner persönlichen Existenz. Man kann nicht glauben, was ich alles getan habe in der Zeit oder auch nicht mehr getan habe oder ich bin ein totales psychisches Wrack geworden irgendwann. Und das sollte dieser Text so ein bisschen vermitteln. Und was dann passiert, zumindest was auch bei mir passiert ist oder was bei vielen Personen passiert, aber auch bei vielen Frauen, ist, dass man versucht, diesen Schmerz abzuleiten. Im Sinne von, je mehr Schmerz mir angetan wird, je häufiger ich missbraucht werde, desto stärker versuche ich zum Beispiel, diesen Schmerz zu überschminken. Und jedes Mal in diesem Lied, wenn man so einen Knall hört, versucht mal drauf zu achten, jedes Mal, wenn man in diesem Lied so einen Knall hört und man sieht, wie ich abrutsche, zum Beispiel, während ich versuche, mich zu schminken, ist das diese Gewalttat, die mir in diesem Fall angetan worden ist. Sei es körperlich, sei es verbal. Es war jedes Mal eine Gewalttat. Und jedes Mal versucht man, sich noch mehr zu überschminken und noch mehr zu überschminken. Und man zittert innerlich irgendwann total. Und dazu kommt dann noch dieses, also einerseits diesen Schmerz überschminken, ne? Und andererseits so dieses, wie wollte ich das jetzt sagen? Dieses Betäuben, das dann eben auch da hinten dran steht. Moment. So, also es passiert ein Prozess des Überschminkens quasi. Und gleichzeitig auch so ein Prozess des Betäubens. Und ja, das kann verschiedene Formen annehmen. Zum Beispiel der exzessive Konsum von Zigaretten oder das Betrinken. Also ich war, habe ich so noch nie drüber erzählt, ne? In dieser Beziehung, wenn ich da bei der Person am Wochenende manchmal war, ich war in den abgeratztesten Kneipen in der letzten Ecke und saß dann da. Und hab mich dann da unterhalten mit irgendwelchen Alkoholikern oder so. Das waren echt üble Kneipen, also übel nicht im Sinne von, das waren so die Orte, da gehst du hin, wenn du sonst nicht mehr weißt, wo du hin sollst. So in der Art war das. Und ja, dieses Video sollte vermitteln, dass man immer versucht, sich immer mehr zu überschminken und man versucht auch das Ganze zu betäuben. So lange, bis ich habe mir 20 Zigaretten in den Mund gesteckt. Und das hat man gar nicht gesehen im Video, ne? Aber ich bin mir so schlecht geworden. Ich habe die quasi wieder ausgekotzt, förmlich. Das war also, jemand hatte gefragt in den Kommentaren, das war kein Schauspiel von mir. Vielleicht in einer gewissen Form, aber das war in diesem Moment, als ich mir diese 20 Zigaretten in den Mund gestopft habe, alle gleichzeitig, und sie rausgefallen sind und ich immer versucht habe, noch mehr nachzuschieben, das war in dem Moment auch tatsächlich ernst. Es ist wirklich so, du.
auch als Mann oder eben als Person, es ist egal, welches Geschlecht, du fängst an, dich immer und immer mehr zu betäuben, so lange bis du am Ende, ja, bis du dich vermutlich selbst umbringst, auf die eine oder andere Art und Weise. Manche Leute wählen den einfacheren Ausweg und ziehen es richtig durch, und andere Leute wählen quasi den schmerzhaften langen Weg, bis sie dann hoffen, weil man fühlt sich so gefangen in der Situation und man sieht keinen Ausweg mehr. Du denkst, du bist da drin gefangen. Du kommst da dein Leben lang nicht mehr raus. Man sieht nicht mehr, dass es noch eine Tür gibt nach draußen. Oder man sieht sie vielleicht, aber man weiß nicht, wie man da hinkommen soll. Da habe ich letztens so einen Kurzfilm gesehen, auf Englisch, der hieß Eggshells. Und da war so eine Frau in der Küche und die musste über zerbrochene Eierschalen laufen, um zur Haustür zu kommen. Und sie war wie betäubt, weil sie ist nicht nach draußen gekommen durch diese Tür. Und sie hat zusammen mit diesem Mann gelebt, der sie Tag für Tag immer wieder erniedrigt hat und missbraucht hat, der sie emotional und physisch ja, vergewaltigt hat, wenn man so möchte. Und ja, du siehst in solchen Momenten einfach keinen Ausweg mehr, hatte ich persönlich auch das Gefühl. Und das sollte eben dieses Video auch so vermitteln. Weil es ist auch so komisch, das hat sich in unserer Gesellschaft total etabliert, zum Beispiel, dass Frauen wirklich exzessiv geschminkt sind. So viele, ich habe schon so viele YouTuberinnen gesehen, so viele, ja, so viele weibliche Personen auch, die so krass geschminkt waren, jeden Tag, dass, wenn die mal ungeschminkt sind, dass das gefühlt völlig andere Menschen sind. Und das ist auch ganz viel so ein Überdecken und Verändern des eigenen Selbst, weil man es irgendwie nicht mehr ertragen kann. Viele Leute, ja, ich zeige jetzt mal mein Gesicht so, ne? Die meisten Frauen, die ich so im Internet verfolge, also viele, die würden sich so niemals im Internet zeigen. Ohne Filter, ohne großartig irgendwie Make-up. Wie sieht meine Haut aus? So, wie sieht meine Stirn aus oder so? So sieht meine Stirn aus. Also, die meisten Frauen würden sich überhaupt so gar nicht mehr zeigen. Und das ist unglaublich. Das ist so, er hat sich so gesellschaftlich etabliert, obwohl es total abartig ist eigentlich. Abartig im Sinne von, dass man das Gefühl hat, man kann sich zum Beispiel gar nicht mehr ungeschminkt zeigen oder so. Oder man muss immer aufreizend angezogen sein. Ich habe früher in der Schule, das habe ich, glaube ich, so auch selten erzählt, in der Schule war ich ein so unsicherer Mensch, dass ich immer versucht habe, mein Gesicht mit meinen Haaren zu verdecken. Ich hatte immer so einen Kamm mit so einem Spiegel und habe da ständig reingeguckt, um zu gucken, okay, wie sehe ich denn aus? Also ich wäre niemals in der Schule so wirklich, wäre ich so rumgelaufen. Niemals, weil man meine Ohren gesehen hat und ich immer dachte, meine Ohren stehen richtig weit ab. Ich dachte immer, ich habe so total abstehende Ohren. Ich wäre niemals so rumgelaufen in der Schule. Niemals. Sondern ich habe immer versucht, mich zu überdecken und habe dann auch immer noch, ich habe immer meine Ärmel, das mache ich heute zum Teil immer noch, aber ich habe immer meine Ärmel so weit über meine Hände gezogen, dass nur noch so meine Fingerspitzen herausgeguckt haben. So bin ich in der Schule immer rumgelaufen. Und das habe ich nicht gemacht, weil das mein persönlicher Stil war oder so, sondern das habe ich gemacht, weil ich so verunsichert war, auch in mir selbst, und weil ich auch irgendwie immer so eine Angst hatte. Ich weiß gar nicht so richtig genau, wieso oder warum. Also die Schulzeit war für mich nicht unbedingt die schönste Zeit, muss man sagen. Und ja, und das kommt alles, das hängt alles auch mit solchen Sachen hier zusammen. Mit all diesen Themen. Als ich bei dieser Hilfsberatung war, da mussten wir, haben wir dann halt auch festgestellt, ich kann zum Beispiel diese Person, mit der ich 2 Jahre lang da ungefähr in einer Beziehung war, es ist unglaublich schwer, diese Person anzuzeigen. Und wenn ich das tue, ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass die Anzeige fallen gelassen wird oder es noch so gedreht wird, dass ich quasi Täterin bin oder so und die andere Person das Opfer. Also die Frau hatte mir vorhin erzählt von ungefähr 1000 Fällen, die zur Anzeige gebracht werden, werden überhaupt nur 10 genehmigt, also genehmigt in Anführungszeichen, und bei einem davon gewinnt dann vielleicht die Person, die Anzeige gestellt hat. Und all das, obwohl die Person, mit der ich da zusammen war, zum Beispiel, das hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen, die hat immer ihren Hund geschlagen und mir immer wieder vermittelt, das wäre normal, das würde dieser Hund aushalten. Man muss sich das so vorstellen, ich war da manchmal an Wochenenden in dieser Wohnung
und habe mich so gefangen gefühlt an diesem Ort. Und ich konnte die Wohnung quasi auch nicht verlassen, weil immer sein Hund im Hausflur war. Den hat er in so einem Flur ausgesperrt, auch mitten im Dunkeln. Der Hund hat immer gefiept, er war total unterernährt, er war verwahrlost. Und wenn der Hund zum Beispiel sich mal übergeben hat, dann ist die Person in den Flur gegangen und ich war mit in der Wohnung und hat dem links und rechts eine verpasst. So, und wenn man versteht, wie diese Person zum Beispiel mit ihrem Hund umgegangen ist, dann kann man sich auch vorstellen, wie diese Person mit mir umgegangen ist. Und das finde ich so schlimm, dass ich irgendwie kaum eine Möglichkeit habe, dagegen vorzugehen, außer ich spreche darüber, außer ich nehme immer wieder solche Videos auch auf und ich versuche, das immer weiter ins Außen zu tragen, an die Öffentlichkeit. Ich höre überhaupt nicht mehr auf solche Kommentare wie jetzt bei diesem letzten Video, das ich da halt hatte, ne, wo ich mir diese Zigaretten in den Mund gestopft habe. Ich höre überhaupt nicht mehr auf solche Kommentare wie, das ist ja lächerlich oder man sollte dich einweisen oder so. Oder keine Ahnung, was soll denn das jetzt? Weil ich weiß, warum ich das tue und wofür ich das tue. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen kryptisch irgendwie. Aber das ist ein so schwieriges Thema. Gesellschaftlich sind wir dann auch so am Anfang des Ganzen, dass es überhaupt nicht einfach ist, da überhaupt einen Weg zu finden. Irgendwie. Also das ist ein so schlimmes Thema und auch ein so schwieriges Thema. Und solche Kommentare wie, das ist ja lächerlich oder so, oder ich habe auch, als ich dieses Ich schweige nicht mehr Video hochgeladen habe, habe ich auch so ein private Nachrichten bekommen, nicht viele, aber so ein paar, die gesagt haben, sowas trägt man doch nicht ins Internet, wende dich da an die Polizei oder so. Wenn das wirklich alles passiert ist, wende dich an die Polizei. Und diese Person, mit der ich da zusammen war, hat mich ständig ausgenutzt, missbraucht, physisch und psychisch quasi geschlagen und immer wieder. Und ich kann mich nicht an die Polizei wenden. Ich kann es versuchen, das zur Anzeige zu bringen, aber ich werde vermutlich keinen Erfolg haben. Das bedeutet, um überhaupt mir eine Stimme zu geben und allen anderen Betroffenen, habe ich keine andere Wahl, als solche Videos aufzunehmen, als darüber zu sprechen, auch wenn es vielleicht nicht immer viele Leute interessiert oder so. Ja, und dadurch ist dieses Video entstanden. Dadurch ist dieses Lied entstanden, wenn man so möchte. Dadurch ist dieser Text entstanden, den ich dazu geschrieben hatte. Und dadurch ist auch dieses Video entstanden. Ich bin zum Glück aktuell nicht in der Position, dass ich sagen muss, ich betäube mich ständig mit irgendwelchen Mitteln oder so, weil ich mein Leben nicht mehr ertrage und weil ich das Gefühl habe, es hört niemals auf. Aber ich war in so einer Situation. Mindestens 2 Jahre lang. Und ich dachte wirklich auch, ich komme da nie wieder raus. Ich weiß nicht, wie ich das damals geschafft habe, aber die Wendung damals war, dass die Person sich irgendwann von mir getrennt hat. Ich habe mich versucht, 50 Mal von der Person zu trennen, mindestens im Laufe der Beziehung. Ich glaube, ich habe jedes zweite Wochenende gesagt, ich trenne mich jetzt von dir. Und man wurde immer wieder so reingeholt irgendwie, hat sich schlecht gefühlt, hat ein schlechtes Gewissen bekommen. Und irgendwann war der Punkt damals in der Beziehung, dass mein Kopf, ich war schon gar nicht mehr wirklich da, aber mein Kopf hat irgendeinen Weg gefunden, um da rauszukommen, dass diese Person gesagt hat, Maja, ich trenne mich von dir. Und dann hat die Person mich einen Monat lang blockiert, abgeblockt. Und in diesem Monat habe ich alles getan, was ich konnte, um mir ein Netzwerk aufzubauen, um mich selbst auch wieder so aufzubauen. Ich war fast wie im Zeitdruck, mich selbst so aufzubauen, dass ich dann nicht mehr auf die späteren Versuche der Person eingegangen bin, wenn sie meinte, wir können es doch noch mal versuchen oder so, oder ja, ich möchte dich zurück. Das ist wie so eine Droge irgendwie, auf irgendeine Weise, weil du wirst quasi beziehungsrückfällig, wenn man so möchte. Einem tun diese Beziehungen überhaupt gar nicht gut, aber man wird fast irgendwie, ja, man wird beziehungsrückfällig. Und das ist so krass. Und naja, und das, was so schwer zu verstehen ist, ist wirklich irgendwie, manche Personen leben in einer Wohnung oder so, in einem Haus, wie auch immer, sie leben irgendwo zusammen mit anderen Personen und sie leben dort
quasi wie in einem Gefängnis. Man hat das Gefühl, man kommt da nicht mehr raus. Man fühlt sich komplett gefangen. Und man versucht, jeden Weg zu finden, um da irgendwie wieder rauszukommen. Und mit rauskommen, wenn man feststellt, man kann sein Leben nicht mehr ändern, meint man eben, dann versucht man wenigstens aus dem Leben herauszukommen. Irgendwie, weil es dann endlich aufhört. Weil man weiß, dann, wenigstens dann, ist es endlich vorbei. Und deswegen habe ich dieses Video aufgenommen. Und das finde ich auch, also man kann sich durchaus mal an solche Organisationen wenden. Also hier steht sehr vieles drin. Ich würde das am liebsten alles vorlesen, was hier steht. Belästigung in Schule und Ausbildung, sexualisierte Gewalt in der Familie durch Bekannte, sexualisierte Gewalt in Liebesbeziehungen. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, und ich habe zum Beispiel auch Flyer von dieser Organisation bekommen, die ich versuchen werde zu verteilen, soweit es mir möglich ist. Zum Beispiel habe ich auch in der Tanzschule schon nachgefragt, ob die da mal auslegen können. Unter anderem und ja, und wenn es sein muss, werde ich darüber noch 500 Mal, 500.000 Mal öffentlich sprechen, inklusive meines Gesichtes und meines Namens. Weil ich finde, dass das auch sehr wichtig ist. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass man, ja, dass man darüber sprechen kann. Wirklich, sprechen darf, man sollte darüber sprechen. Und das ist wichtig, dass das auch mehr in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft drückt. Also diese Dame vorhin hatte mir auch erzählt, und das sehe ich genauso, das ist kein Problem. Das löse ich damit, indem ich mal zur Polizei gehe oder so oder eine Anzeige stelle. Leute stellen sich das doch auch irgendwie so einfach vor. Und so einfach ist es gar nicht. Sondern das ist ein grundgesellschaftliches Problem, auch Strukturproblem. Und das ändert sich erst, wenn wir immer mehr darüber sprechen und auch immer mehr verstehen können. Die Frau meinte zum Beispiel auch, es ist ebenso wichtig, dass man auch, dass wir verstehen lernen, warum Männer sowas überhaupt machen. Wie kann es sein, dass ein Junge als Kind nicht gelernt hat, dass zum Beispiel ein Nein bei einer Frau auch wirklich oder auch bei jeder anderen Person ein Nein ist? All diese Sachen, das sind keine Sachen, die, wie gesagt, die löst man nicht damit, indem ich irgendwen anzeige und der kommt dann vielleicht 2 Jahre ins Gefängnis oder so. Und am Ende kommt er raus und dann ist er wütend auf mich und dann werde ich gucken, dass ich abzwitschere oder so, dass die Person mir nichts mehr antut. Damit ist es halt wirklich nicht getan und damit löst sich das auch überhaupt nicht. Das alles nicht. Und ja, deswegen versuche ich immer wieder Wege zu finden, das zum Ausdruck zu bringen. Also mir kann keiner sagen, dass irgendjemand von euch dieses Video gesehen hat, wie ich da geschminkt sitze und mir 20 Zigaretten in den Mund stopfe und sich dachte, boah, das gucke ich mir aber gerne an, das finde ich ja super. Nein, die meisten haben mir gesagt, das ist wie aus einem Horrorfilm oder so. Tatsächlich ist mir auch aufgefallen, eine Person hat das geschrieben, mir ist es auch aufgefallen. Das war fast schon das Gegenstück zu so einem Lied vom Lindemann, ja. Der hat mal so ein Lied, das ist mir im Nachhinein aufgefallen, der hat mal so ein Lied aufgenommen. Und dazu gab es so ein Porno von dem. Das Lied lief dann so im Hintergrund bei diesem Porno. Und das ist fast das Gegenstück dazu irgendwie. Auf eine ganz komische Weise. Auch so musikalisch, das war überhaupt nicht meine Intention. Ich habe versucht, mit meinen Mitteln, die ich habe, zu tun, was ich konnte. So wie ich das immer tue. Aber war tatsächlich ganz interessant, muss ich sagen. Also ja, das ist so die Erklärung dazu, ne? Und ja, jetzt kommt erstmal mein, passend dazu, mein Rammstein-Wochenvlog. Also, das Video lade ich jetzt hoch. Das wird dann Mittwoch veröffentlicht. Und die nächsten Videos, die ich jetzt hier hochlade, beziehen sich tatsächlich alle auf die Rammstein-Reise dann. Wie ich meine Sachen packe, ne, Flughafen, wie die Zeit da für mich ist. Ich denke, es ist auch ganz wichtig für mich, sowie, glaube ich, auch für alle Leute, die mir hier zugucken, dass ich nicht nur zum Beispiel über dieses Thema spreche, sondern man muss auch mal zur Ruhe kommen. Ne? Man braucht auch mal ein angenehmes Video von mir, das man sich angucken kann, wie ich zum Beispiel irgendwie was koche oder so. Das brauche ich ja auch selbst. Man braucht solche, finde ich, fast schon impulsiven
Verhaltensweisen und Situationen, um wieder einen Schritt da auch weiter in die Richtung zu gehen. Aber ich finde, man braucht auch sehr viel Ruhiges irgendwie so zwischendrin, ne? Wie ich euch zum Beispiel diese Teile hier zeige oder so. Oder wie gesagt, wie ich dann jetzt da nach Litauen fliege, wie ich das alles organisiere. Ich denke, das ist, ja. Ich versuche auf dem Kanal hier prinzipiell eigentlich immer so zu zeigen, was bewegt mich gerade in meinem Leben. Das kann dann manchmal so ein Thema sein, sexualisierte Gewalt. Das kann dann aber auch ab und zu so ein Fidget-Toy sein. Das kann aber auch zum Beispiel mal sein, dass ich eine Spinne habe. Die habe ich übrigens schon länger nicht mehr gesehen. Die quasi so mein neues Haustier ist. Also das ist sehr vielfältig. Ich werde einfach immer so hochladen, nur was mich momentan bewegt. Aber ich hoffe, das erklärt alles so ein bisschen besser. Es ist meiner Meinung nach nicht so in Worten zu packen. Man kann es nicht in Worte packen, wie man sich dann fühlt oder so. Ich kann 100 Mal darüber reden, was irgendjemand irgendwie gemacht oder getan hat. Aber wenn ich darüber spreche, ja, ich war dabei, wie jemand seinen Hund geschlagen hat. Man kann natürlich vielleicht, wenn man auch ein sehr empathischer Mensch ist oder so, vielleicht kann man sich im Ansatz da hineinversetzen, wie ich mich auch in diesen Situationen immer gefühlt habe. Aber es ist viel besser, finde ich, und irgendwie auch einfacher, wobei es auch mehr fordert, solche Gefühle aber auch so auszudrücken in Form von Bildern, in Form von Musik, in Form von Tänzen, in Form von Texten, von Videos, von Gesten. Ja, es ist sehr viel besser und funktioniert auch besser. Solche Situationen, solche Gefühle so zum Ausdruck zu bringen, als wenn ich euch irgendwie jetzt hier meinen 20 Seiten Text zeige, weil das ist dann, das ist ja, damit erreicht man die Leute auch irgendwie nicht so. Mit dir so einem Video erreiche ich sogar Leute, die den Text nicht verstehen, weil sie auch noch das Bild dazu haben, zum Beispiel. Und Leute, die nichts sehen können, erreiche ich dann wiederum zum Beispiel durch den Text und die Melodien. Hoffe ich zumindest irgendwie. Ja, das ist das, was ich dazu zu sagen habe. So, und jetzt zwitschere ich mal ab. Ich hoffe, das war eine ausführliche Erklärung. Falls ihr auch in solchen Situationen mal seid oder gewesen wart, wendet euch auf jeden Fall an Hilfsorganisationen, weil was bei mir wirklich am fatalsten war, war, dass ich ganz extrem gespürt habe, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht und mir geht es damit auch nicht gut. Und dass ich gemerkt habe, wie ich psychisch halt emotional immer und auch körperlich irgendwie immer weiter abgebaut habe. Das habe ich ganz extrem gemerkt. Aber diese Person, mit der ich da zusammen war, hat immer so gesagt: Ah, keine Ahnung, das ist doch normal, das macht man in Beziehungen so oder so. Also, die hat das immer so, oder sie hat es auf andere geschoben. Zum Beispiel in meiner Familie, ja, ist auch nicht immer alles einfach. Das möchte ich gar nicht sagen, aber die Person hat zum Beispiel alles auf meine Familie geschoben, im Sinne von, deine Familie ist daran schuld, wie du dich fühlst und an all diesen Situationen, du musst dich von denen distanzieren. So, also sie hat versucht, quasi einen Keil zwischen mir und meiner Familie zu treiben und mich noch mehr auf diese Seite zu ziehen. Und da habe ich Glück. Weil das passiert auch ganz häufig, ne? Ah ja, wollen wir nicht, man kennt sich einen Monat, ist plötzlich zusammen, ah, wollen wir nicht schon zusammenziehen oder so. Das war bei mir damals auch so. Ja, wollen wir nicht dann schon zeitnah irgendwie zusammenziehen oder so. Und ich hatte immer das Glück, muss ich sagen, dass ich trotz allem, glaube ich, sehr prinzipientreu bin. Auf jeden Fall. Also ich würde im Fall der Fälle zum Beispiel immer zu meiner Familie stehen, weil meine Familie ist. Das ist einfach so. Im Fall der Fälle würde ich immer zu denen stehen. Oder mich kriegt man auch nicht so schnell hier raus. Also wenn die Maya sagt, sie zieht um, dann sagt die Maya, sie zieht um. Also mich kann man da nicht einlullen im Sinne von, ja, komm, zieh doch mit mir da zusammen oder so. Das funktioniert bei mir zum Beispiel gar nicht. Aber da hatte ich Glück, denn diese Beziehung, die ich geführt habe, war quasi Wochenendsgewalt. So, es war Wochenendstrauma, so ungefähr. Weil ich ja den Rest der Woche nicht bei der Person war. Das heißt, ich konnte noch durch die Tür gehen, wenn die Zeit abgelaufen ist, wenn die 2 Tage rum waren oder so. Es waren natürlich auch nicht nur schlimme Zeiten, so ist es ja gar nicht. Aber das ist ja auch das Schlimme daran. Es gibt auch schöne Zeiten. Und in den schlimmen Zeiten denkt man, ah, es gibt ja auch schöne Zeiten. Und dadurch erträgt man dann die schlimmen Zeiten. Obwohl das Situationen sind, die sollte man nicht ertragen müssen. Und ja, aber ich hatte Glück, ich bin immer rausgekommen. So, spätestens nach diesem Wochenende war ich da wieder draußen. Und manche Leute geraten da so richtig rein. Und für die ist das dann nicht nur so ein
Wochenendding. Das passiert mir zweimal in der Woche oder so, sondern für manche ist das ihr komplettes Leben. Und für manche ist das so schlimm, das muss man sich mal vorstellen. Für manche Leute ist das so schlimm, dass sie wirklich schon Handzeichen brauchen. Da gibt es ja dieses Handzeichen. Das heißt quasi psychische Gewalt und Missbrauch. Und manche Leute brauchen wirklich schon dieses Handzeichen, um irgendwie noch auf sich aufmerksam zu machen, weil sie keine andere Möglichkeit mehr sonst haben, weil sie zum Beispiel zu Hause auch eingesperrt werden, weil sie alleine nicht nach draußen gehen dürfen. All diese Sachen, die ich jetzt mache, tanzen gehen, Tanzkurs, ne? Ich bin da in dieser Band oder so. All diese Sachen könnte ich nicht machen, wenn ich in der Beziehung wäre, weiterhin mit dieser Person, weil sie einem immer eingeredet hat und das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht ohne mich zum Tanzkurs gehen und dann da auch noch andere Leute anfassen. So weit geht es schon. Und inzwischen finde ich, das Tanzen wirklich ist eine schöne Sache, muss ich sagen. Das ist eine wirklich schöne Sache. Und ja, man wird dann im Leben so sehr eingeschränkt. Das ist unglaublich. Und dann drehen sie es auch noch so, dass man Angst hat, darüber zu sprechen. Dass man sich überhaupt nicht traut, das irgendwie zum Ausdruck zu bringen, darüber zu reden. Und ja, und deswegen mache ich das. Weil ich auch hoffe, damit Leute zu erreichen. So, und jetzt switche ich mal ab. Also von allen Fidget Toys, die ich in der letzten Zeit so erworben habe, tatsächlich finde ich das hier am coolsten. Weil das so auch aus Glas ist. Oh, eins zeige ich euch noch. Das zeige ich euch noch kurz und dann switche ich ab. Pass mal auf, das habe ich immer im Internet gesehen. Das wollte ich schon die ganze Zeit haben. Warte, warte. Dann kannst du es auch wieder so zusammen machen. Aber das Zusammenmachen finde ich nicht ganz so toll. Also das Auseinanderziehen ist super. Das Zusammenstecken ist eher so. Aber siehst du, und das Beste ist, Senior. Senior findet das Geräusch auch ganz lustig. Nicht wahr, Senior? Ja. Also ich zwitscher dann mal ab. Auf Wiedersehen.